Also der Dachboden scheint irgendwie ein beliebtes Versteck zu sein. Boah, da ist er. Diese gottverdammten Dreckstauben. Worum hinterher. Wartest du noch? Hinterher! Er ist nicht durchs Fenster geflohen, sondern er war noch da. Andere Brücke so instabil oder so stabil, ist die Frage. Ah, da ist ein Becken. Oh oh. Die Frage ist, da unten müssen wir auch springen, ne? Ob das so eine gute Idee ist, zu springen. Wir springen. Jetzt sind wir im unteren Bereich des Schiffs. Soweit so gut schon mal. Damit willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Detroit Become Human. Wir haben hier eine Taschenlampe. Alter, was ist hier los? Ist zu. Voll gruselig, oder? Hat was. Ja, wir sollen es erkunden, ich sehe schon. Warum steht hier ein Stuhl? Ganz Muttersehen alleine. Leute, so enden Horrorfilme. Hört ihr das? Alter! Lecco Fanido! Ja, grüß dich! Schön, eine Bekanntschaft zu machen. Alter, hat's. Boah! Ist das assi! Und jetzt sind alle Wege versperrt. Woher kamen die denn dann? Die muss ja auf uns gewartet haben. Boah! Jetzt weiß auch jeder, dass wir da sind. Ist man hier gelandet? Maschinenraum? Das ist der Maschinenraum. Man merkt, das Schiff ist nicht mehr ganz so neu, ne? Okay. Checken kurz die Lage. Aber wieso sehe ich jetzt schon, dass die von oben oder sowas... Alter! Das Ding stürzt ja ein hier! Oh oh. Oh oh. Oh. Aua. Komm, steh auf. Steh auf. Nimm deine Taschenlampe. Schnell. Oh, Scheibenkleister.
Willkommen in Jericho. Alter, Alter. Leute. Leute von Jericho getroffen. Ja. Was soll man da sagen? Bei den Prozenten? Huh. Jericho ausfindig machen, gut, ja. Es wäre noch ein geheimer Weg oder geheime Wege, die es auch noch gibt. Eben die Straßen verlassen. Boah, Leute. Leute, gut. Wir machen weiter. Hat mich da gerissen, ey. Schreibt mir in die Kommentare, ob es euch auch so gegangen ist. So, wir machen weiter jetzt. Komm, komm. Keine Zeit. Connor! Wir sollen uns vertragen. Hey, ich hab einen ganz heißen Tipp für dich. Nummer 5 im Dritten. Der ist blitzschnell. Der Gaul kann echt richtig rennen. Willst du was setzen? Dein letzter heißer Tipp ist ganz schön teuer für mich geworden, Pedro. Komm schon, das hier ist anders. 100% Garantie. 100%. Ab da, Pedro, arbeitslos. Illegales Glücksspiel, Betrug. Ja, klar. Ha. Okay, ich bin dabei. Verdammt gut. Hey, du wirst nicht bereuen. Was ist dein Problem? Kannst du nicht tun, was man dir sagt? Du kannst mir nicht hinterherrennen wie ein Hund. Ich glaube, wir hatten einen etwas holprigen Start. Wir sollten das alles vergessen und neu anfangen. Was sagen Sie? Hey, ich habe ein Stück Plastik als Partner und ich komme damit klar. Aber wenn du glaubst, dass wir Kumpel werden, bist du so blöd, wie du aussiehst. Bitte sehr. Okay, ist Gray, Geschäftsinhaber. Vorstrafen, Widerstand gegen Festnahme, Verstoß gegen Hygieneverordnungen. Ja, ganz toll. Perfekt, wenn er dann das Essen serviert. 1680 Kilokalorien. Alter Verwalter. Lass es dir schmecken, sag ich dann nur. Danke, Gary. Ich verhungere ihn. Vergiss das Ding nicht. Keine Chance. Der folgt mir überall hin. Siehst du? Eishockey. Ich will Sie nicht beunruhigen, Lieutenant. Aber bei Ihren Freunden scheint nicht alles legal zuzugehen. Tja, es muss halt jeder sehen, wo er bleibt. Solange Sie niemanden verletzen, lasse ich Sie machen. Mhm. Auf das Kolossarin würde ich ihn nicht ansprechen, aber aufs Glücksspiel. Dieser Pedro, da ging es um illegale Glücksspiele. Habe ich recht? Ja. Und Sie haben gewettet? Ja. Okay. Reden wir über den Highway. Heute Morgen, als wir die Abweichler verfolgten, warum sollte ich nicht über den Highway? Das war viel zu gefährlich. Und ich hasse den Papierkram, wenn Ausrüstung beschädigt wird. Okay. Er war ein bisschen... Er hat ein bisschen zur Seite geschaut, oder? Ich habe eine persönliche Frage, Lieutenant. Warum hassen Sie Androiden so sehr? Ich habe meine Gründe. Scheinbar interessante Gründe.
Möchten Sie irgendetwas über mich wissen? Scheiße. Nein. Tja doch. Warum siehst du so dämlich aus und klickst wie der letzte Arsch? Cyberlife-Androiden sollen harmonische Beziehungen herstellen. Mein Äußeres und meine Stimme sind darauf ausgerichtet, meine Integration zu erleichtern. Tja, war wohl nichts. So ein Dödel. Möchten Sie erfahren, was wir über Abweichler wissen? Aber sicher doch. Weiter. Wir vermuten eine Art Mutation in der Software einiger Androiden, die zur Nachahmung menschlicher Emotionen führt. Klartext, bitte. Sie können nicht wirklich fühlen, sondern erhalten irrationale Anweisungen, die unberechenbares Verhalten auslösen. Emotionen machen nichts als Ärger. Die Androiden ähneln uns doch mehr als gedacht. Schon mal mit Abweichlern zu tun gehabt? Das ist doch der. Vor ein paar Monaten. Ein Abweichler wollte mit einem kleinen Mädchen vom Dach springen. Aber das ist doch der vom Dach? Der Typ in Jericho. Hast du deine Hausaufgaben gemacht? Der kam mir schon so bekannt vor. Alles über mich rausgefunden. Ich konzentriere mich auf den Fall, Lieutenant. Der Rest geht mich nichts an. Mir wurde ein mutmaßlicher Abweichler gemeldet. Nur ein paar Blocks entfernt. Wir sollten nachsehen. Essen Sie in Ruhe auf. Ich bin im Auto, wenn Sie mich brauchen. Okay. Also, dieser Ort Jericho scheint für Abweichler ein Treffen zu sein. Hey, Connor. Sind deine Batterien etwa leer? Tut mir leid. Ich habe Cyberlife Bericht erstattet. Und willst du da etwa im Aufzug stehen bleiben? Nein. Ich komme. Was wissen wir über diesen Kerl? Okay. Nicht viel. Ein Nachbar hat berichtet, dass er seltsame Geräusche auf dieser Etage gehört hat. Die Wohnung sollte unbewohnt sein, aber der Nachbar sagte, er habe hier einen Mann gesehen, der eine LED verbarg. Oh Mann, wenn wir jetzt auch noch jedes seltsame Geräusch untersuchen sollen, brauchen wir echt mehr Cops. Okay, wir checken mal kurz die Lage. Hey, hast du vorhin im Aufzug wirklich einen Bericht abgeschickt? Nur durch Schließen deiner Augen? Korrekt. Ist jemand zu Hause? Aufmachen, Detroit Police! Bleib hinter mir. Verstanden. Habe ich jemanden laufen hören? Bin kurz die Lage. Da scheint's leer. Was zur Hölle ist das denn? Alter. Na, Scheiße, wie das hier stinkt. Tja, wir sind umsonst gekommen. Unser Mann ist weg. Okay, was ist das hier? Urban Palms of Detroit. Und hier ist ein Balken rausgerissen, oder was? Oder ist das dahinter? Recyclingpapier kürzlich bewegt, ja. Das sowieso. Das heißt dahinter, hier sehe ich es doch. Da ist doch dahinter eine Lücke. Wälder im Herzen der Stadt. Auf einer urbanen Farm, okay. Meiner Meinung nach ist da jemand dahinter. Oder er hat was versteckt.
Was gefunden? Ich weiß nicht. Wohl eine Art Notizbuch, aber es ist nicht entzifferbar. Ah. Okay. Rupert Travis, Fälschung. Der Führerschein ist gefälscht. Cool, da hat sich der Besuch gelohnt. Militärjacke, Initialen, Baumwolle. RT, vermutlich Initialen. Der hat seine Initialen auf der Jacke. So was machen Mütter für ihre Erstklässler. Das habe ich auch schon gemerkt. Okay, der lebt hier also auf jeden Fall nicht. Oder er isst nichts, also muss ein Android sein. Warum hat er dann aber so viele Tauben hier? Das ist die Frage. Irgendeine Idee dazu? RA9. Und zwar 2471 Mal. Das gleiche Symbol hat Ortiz Android an die Duschwand geschrieben. Warum sind sie so besessen davon? Sieht aus wie Labyrinthe oder sowas. Ja. Hat er das gebraucht für irgendwas? Den Stuhl. Kürzlich umgestoßen. Ja, das ist das eine. Das andere. Geöffneter Textmarker, kürzlich benutzt. Da ist er gerade runtergehüpft wahrscheinlich, oder? Als wir kamen. Vor kurzem hier, ja. Ins Wohnzimmer gerannt. Der noch welche hat. Bei E-Books kann man das Papier nicht riechen. Und die Seiten. Blaues Blut, Modell WB200. Okay. Du hast keinen blassen Schimmer, wovon ich rede. Der hat sich den Ding rausgenommen. Die LED. Damit er ausschaut wie ein echter Mensch. Seine LED ist im Waschbecken. Natürlich war es ein Android. Ein Mensch hätte diese Scheißtauben nicht ertragen. Fuchtelfutter. Ich fass es nicht. Diese Irre hat tatsächlich die Viecher gefüttert. Da oben auch ein Platz. Okay, aber er ist ja ins Wohnzimmer geflohen. Kann er da hochgegangen sein? Er kann ja eigentlich nicht rausgegangen sein. Sei denn erst durchs Fenster. Was ich mir gut vorstellen kann. Aber da geht's nicht gut raus. Ursprung des Lärms. Anderes Zimmer. Dem Zimmer. Da ist ein Symbol an der Wand. Magazin. Red Ice Epidemie. Betäubungsmittelkrise. Green Earth. Umkehrpunkt verpasst. Ökosystem unrettbar zerstört. Das ist interessant. Okay. Okay, also die Welt steht vorm Abgrund. Hat er auch bemerkt. Alles klar. Zu wissen.
Hier ist also nichts mehr gewesen. Außer vielleicht in dem Raum, wobei das ist die Toilette. Ich kann mir nur noch vorstellen, dass das oben ist. Kugelding umgekippt. Okay, was ist hier? Fingerabdrücke. Spuren von Vogelfäkalien, ja, das wundert mich nicht. Spurenbreite 49,8 cm von verzinktem Stahl. Ja, okay. Metallhaken plötzlich zerbrochen. Also der hat wahrscheinlich einen mitgenommen, oder was? Ein Vogel. Oder das Ding umgeworfen. Ah, der ist hier gehangen. Okay, wollte der zur Tür gehen? Hat gehört, wie wir reingekommen sind. Ist noch hier, ja. Das dachte ich mir nämlich, dass er oben ist. Das habe ich mir nämlich gedacht. Okay. Wo ist Hank? 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 Willst du nicht mitkommen? Okay, er will nicht mitkommen. Dann gehen wir da selber hin. Also der Dachboden scheint irgendwie ein beliebtes Versteck zu sein. Oh, da ist er. Diese gottverdammten Dreckstauben! Hinterher! Wartest du noch? Hinterher! Er ist nicht durchs Fenster geflohen, sondern er war noch da. Einfach, aber langsam, schnell, aber riskant. Wir machen langsam. Gefahrloser Umweg, ausgewogen, schnell, aber riskant. Gefahrloser Umweg, direkt da rumlaufen. Ja, okay, da lang. Schneller, aber riskant. Wir machen schneller, aber riskant. Komm. Boah. Muss auch mal was riskieren, gell? Ach du Scheiße. Wir sind dran. Lauf schneller, Connor. Achtung, soll das denn? Komm, schnell rüber. Hinterher. Wo lang ist er? Das ist die Frage. Da ist er! Wow, Hank! Verfolgen oder Hank helfen, nehme ich an, hä? Chance zu überleben. Er hat 89% Überlebenschance, die muss er jetzt mal nutzen. Grüß dich! Bitte. Ich habe nichts getan. Ich wollte nur frei sein. Du weißt, was sie mit mir machen, wenn du mich festnimmst. Modell 87400491. Deine Software weist gravierende Fehlfunktionen auf, darunter Klasse 4 Fehler. Du bist somit also defekt
und wirst zur Deaktivierung zu Cyberlife zurückgeschickt. Rühr dich nicht vom Fleck. Ich glaube, der. Ja, dachte du mir. Du Drecksack! Du hast gesehen, dass ich falle, aber deine Scheißmission war dir wichtiger! Ich musste mich entscheiden. Es erschien mir. Was bin ich für dich? Eine Ziffer? Eine Null oder eine Eins in deinem Scheißprogramm? Ist das dein Bild von Menschen, du Mistkerl? Scheiße! Ich verstehe ihre Wut. Die Einschätzung war. Ich scheiße auf dich und deine Einschätzung! Komm her. Warum machst du das? Okay. Du bist einer von uns. Schnauze! Du hilfst den Menschen. Doch du bist nur ihr Sklave. Ich sagte Schnauze! Okay. Okay. Komm mit. RA9, rette mich. Hey, was zur Hölle? Ach du Scheiße. Okay, das kann man mal so machen, ne? Rupert hat Selbstmord begangen. Tja, wir hätten auch den guten Hank helfen können, aber ja, wir haben halt unter anderem, ja, oh, nur 15% haben sich dafür entschieden. Die meisten haben scheinbar den anderen Weg gewählt. Naja, gut zu wissen, ne? So viel dazu. Dann hätte er wahrscheinlich, wäre er wahrscheinlich davon gekommen. Aber gut, wir haben ihn auf jeden Fall gefunden. Haben natürlich alles untersucht und das Tagebuch gefunden. Ja, das wird jetzt uns auf einem weiteren Weg helfen bei weiteren Dingen. Ich denke, dass wir das auf jeden Fall entziffern können. Aber, soweit so gut, meine Lieben. Ich würde sagen, schreibt mir eure Meinungen mal in die Kommentare. Ich bin gespannt. Es hat auf jeden Fall sehr Spaß gemacht und wir schauen im nächsten Video, wie es weitergeht. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, Leute. Macht's gut und ciao.